Gestern Abend bin ich mit meinem Motorrad über die Küstenstraße gefahren. Für einen Moment hatte ich das Gefühl zu fliegen. Kennen Sie dieses Gefühl? Glauben Sie, ich habe es nötig, einen Kerl in einem schlecht sitzenden Anzug mit einer doofen Mütze auf dem Kopf hinterher zu Schlecht sitzende Anzüge kommen doch in Ihrer Welt gar nicht vor. Genauso wenig wie Hunger und Armut. Ich will das Ballhaus kaufen. Nur über meine Leiche. Was wollen Sie hier? Noch ein kleiner Ausflug in meine Welt, bevor Sie wieder zurückgehen zu Ihren Nazi-Freunden? Wer sind Sie zum Teufel? Wenn mir ein Püppchen mit irgendjemandem darüber redet, dann ist das Leben von Genossen in Gefahr. Auch das von niemandem darüber reden. Weil ich ihr vertraue, das muss reichen. Und jetzt, Albert, fliegen! Ich gehöre nicht zu denen, ich gehöre zu niemandem. Ich will einfach leben, bevor es vorbei ist. Das Ballhaus ist ein Ort, an dem die Welt für alle einen Moment lang stillsteht. Und diesen Ort will ich erhalten. Warum erzählst du mir das? Damit du weißt, wer ich bin. Wir sind im Krieg. Der bewaffnete Widerstand ist nur eine Frage der Zeit. Du bist im Krieg. Du hast doch gar keine Ahnung, was das ist. Es wurden Listen erstellt für den Fall, dass Hitler die Wahlen gewinnen wird. Säuberungslisten, um genau zu sein. Als Geliebte eines sozialdemokratischen Juden werden Sie in diesem Land keine Zukunft haben. Deutschland wird sich radikal verändern. Wenn Sie dabei nicht unter die Räder kommen wollen, dann müssen Sie sich auf die richtige Seite stellen.